Eins muss man der Wall Street wirklich lassen, das ist eine Form von Finanzhumor, der da regelmäßig stattfindet. Und hat man vorher Nvidia und KI oft durchs Dorf getrieben, so ist man jetzt auf die nächste Sau gekommen, die man durchs Dorf treiben kann, nämlich eigentlich den KI-Lahmen. Gemeint ist Apple, die also in Sachen KI überhaupt nichts zustande gebracht haben, jetzt mit OpenAI kooperieren wollen und das in ihre Plattformen einbauen wollen. Also kauft man heute Apple, die Aktie 5% im Plus und bei 160 Milliarden an Marktkapitalisierung. Man hat gestern genug AI gesagt, also KI gesagt, das reicht. Ob das Ganze irgendwie monetarisiert werden kann, steht auf einem anderen Blatt, aber das Interessante ist, Apple ist so ziemlich die einzige Aktie aus dem S&P 500, die steigt, während auch in Europa die Dinge ein bisschen schwieriger werden. Die politische Unsicherheit nach den EU-Wahlen ist deutlich gestiegen. Wir sehen, dass die Spreads, also die Risikoaufschläge von Südländeranleihen wie auch von französischen Anleihen zu deutschen Anleihen deutlich steigen. Wir sehen die Indizes in Europa ziemlich schwach, der DAX noch mit einer der besten unter den schwachen. Und wir wollen uns die Gemengelage vor den morgigen Daten zur Inflation und der FED-Sitzung mal anschauen. Da ist zunächst mal das einfache Investmentprinzip, das Sven Hendrik auf den Punkt bringt. Investieren ist ganz einfach. Du musst nur die richtige Aktie aussuchen. Und hier sehen wir, da ist eine, die ist grün, das ist Apple, die heute deutlich zulegen kann. So ziemlich alles andere fällt relativ deutlich. Wir sehen links unten etwa die Banken, JP Morgan. Wir sehen Tech, naja, jetzt nicht dramatisch, überwiegend leichte Minus. Wir sehen es ansonsten weitgehend fast nur negative Vorzeichen an der Wall Street. Aber das sieht man zum Beispiel im Nasdaq eben nicht, weil eine Apple eben ein Schwergewicht ist, jetzt wieder Nvidia überholt hat. Hier sehen wir mal die ganze Geschichte. 160 Milliarden Dollar ist man gestiegen oder hat an Marktkapitalisierung zugelegt, wenn wir uns mal angucken. Ende April, da war die Aktie noch unter 165 Dollar, jetzt über 200 Dollar, neues Allzeithoch, als gäbe es kein Morgen. Ja, Apple, das wird die ganz neue, ganz heiße KI-Story, 100%. Da helfen vielleicht noch einige Buybacks, die Apple jetzt noch kurz vor Schließung des Fensters machen kann. Und dieses Fenster schließt sich jetzt, wie wir hier sehen, im unteren Chart oder in der unteren Grafik. Wir werden jetzt am 14. Juni, also Ende der Woche, dann sind 50% aller Unternehmen in dieser sogenannten Blackout Period, können also keine eigenen Aktien zurückkaufen. Und die Bank of America zeigt, dass in der letzten Woche das zweithöchste Volumen an Buybacks in einer Woche seit dem Jahr 2010 erreicht wurde. Was wären wir ohne diese Buybacks? Was wären die Märkte ohne diese Buybacks? Diese Frage werden wir bald beantwortet bekommen, wenn die eben jetzt dann auch aufhören. Und in Sachen KI schauen wir uns nochmal die Produktivität an im Non-Farm-Business-Sektor. Also, wie ist es denn gewesen? Da schauen wir zum Beispiel mal so ziemlich in der Mitte. Da haben wir die Internetgeschichte, als das Internet wirklich hier kam. Da waren wir bei 2,1 oder 2,8%, je nachdem, welcher Zeitraum, 1990 bis 2001, 2,1, dann 2,8. Und jetzt sind wir zwischen 2019 und 2024 bei 1,5. Also das Produktivitätswunder, von dem meine zweitbeste Freundin Cathie Wood regelmäßig erzählt, nämlich 130% Steigerung. Das lässt noch ein bisschen auf sich warten, aber es kommt. Es wird kommen, ganz sicher. Das ist gar keine Frage. Hier unten sehen wir mal The Impact of New Technologies, da sehen wir denken linear, geht also permanent so nach oben. Faktisch dürfte die Kurve aber ein bisschen anders verlaufen. Die Frage ist nur, wann sozusagen diese KI-Enttäuschung eintritt, aber bisher eben nicht. Deswegen sehen wir das jetzt. Diese ganze Geschichte, die, wenn man so will, Rallye mit der geringsten Beteiligung war in den letzten Jahrzehnten, was den breiten Markt betrifft. Wir hatten in Corona eine ähnliche Situation, noch krasser. Da waren auch die Tech-Aktien gefragt, weil man sich gesagt hat, ja, die sind doch unabhängig von Lockdowns und so weiter.
In der Tech-Bubble, also in der Dotcom-Blase, da war es noch ein bisschen krasser. Market Cap outperforms Equal Weight, also dass die Schwergewichte letztendlich den gleichgewichteten Index des S&P 500 outperformen, war da noch extremer. Insgesamt aktuell sehen wir nicht nur geringe Handelsvolumen, sondern wir sehen auch einer der größten Long-Gamma-Positionen der Dealer, also der Verkäufer von Optionen. Und das bedeutet, man kauft den Dip und verkauft die Rallye. Dadurch sind die Märkte zwar volatil, bleiben aber irgendwie jetzt nicht so oder zeigen jetzt nicht so krasse Veränderungen. Diese Marke von 5.350 ist wichtig, die haben wir heute angesteuert wieder, bis dann die Meldung kam. Mal sehen, wie das sich mal markttechnisch noch auswirkte, dass die US-Regierung erwägt, weitere Chip-Restriktionen gegenüber China zu erlassen. Wir sehen dann in Wahljahren rechts in dieser Grafik, dass ab Juli die Volatilität tendenziell zunimmt, also die Nervosität zunimmt vor den Wahlen. Die Frage ist ja auch, sollte Trump nicht gewinnen, was passiert denn dann? Dann dürfte es ziemlich ungemütlich werden. Dann würde man wahrscheinlich seitens der Trump-Anhänger sagen, naja, habt ihr uns die Wahl schon wieder gestohlen? Also das könnte noch ziemlich aufregend werden. Genauso wie für Elon Musk, der am Donnerstag ja erwartet, dass die Anteilseigner abstimmen, ob er sein Kleingeldauszahlungspaket von irgendwas über 50 Milliarden Dollar jetzt bekommt, ja oder nein. Wir sehen, dass die Aktie sich extrem verengt, was die Bollinger-Bänder betrifft. Da kommt eine große Bewegung wahrscheinlich. Sollten die Anteilseigner zustimmen, dürfte die Aktie natürlich deutlich steigen. Sollten sie allerdings nicht zustimmen, dürfte die Aktie ziemlich ungespitzt in den Boden gerammt werden. Denn dann würde sich ja die Frage stellen, ob Elon Musk überhaupt an Bord bleibt. Das könnte also dann eine sehr kritische Zeit werden für die Aktionäre von Tesla. Genauso wie morgen eben die Daten sehr wichtig werden zur Inflation. Schauen wir uns mal die letzten 7 CPI-Reports an, dann war das fast immer positiv, nur zweimal nicht. Aber da hat man dann in den nächsten 1-2 Tagen diese Verluste immer wieder aufgeholt, weil man sich gesagt hat, na, irgendwann werden sie die Zinsen schon senken, egal wie die Inflation ist. JP Morgan hat hier mal so ein Muster entwickelt, wie es ausschaut mit der Inflation, CPI, Month-on-Month Reading. Es fällt auf, also das Potenzial auf der Oberseite wird offenkundig von JP Morgan größer gesehen, wenn Sie sich das mal anschauen. Maximal Drawdown zwischen, also Abverkauf zwischen 1 und 2,5%. Die Gewinne dagegen ein Ticken höher, wenn die Inflation niedriger reinkommen sollte. Jetzt sehen wir allerdings, dass die Geldmenge wieder zulegt. Wir sind jetzt wieder positiv mit einer Rate von 5,5%. Und ja, ist ja nur eine Frage, bis die Fed die Zinsen senkt. Das hat man schon im Jahr 2022 gesagt. Spätestens nächste Woche, wenn nicht übernächste, dann halt in 35 Jahren. Und diese Zinssenkung wird gefordert, zum Beispiel von Mark Zandi, dem Moody's-Analysten, der in den USA sehr präsent ist in Finanzmedien. Der sagt also, die Fed hat doch ihr Ziel erreicht, jetzt ist mal Schluss, jetzt soll man doch endlich mal senken. Und erstaunlicherweise oder paradoxerweise ist der zentrale Treiber ja der Inflation nach wie vor die Entwicklung am Immobilienmarkt. Wir sehen die Hauspreise auf Allzeithoch. Das ist natürlich geschürt worden, auch in der Zeit, in der Corona-Zeit, als die Fed auch Mortgage-Backed Securities gekauft hat, also hypothekenbesicherte Anleihen, damit zu einem massiven Anstieg der Hauspreise beigetragen hat. Und letztendlich dieses Problem selbst verschuldet hat. Also man könnte sagen, die Fed hat diesen zentralen Aspekt, nämlich Housing, selber inflationiert, der gut ein Drittel der gesamten Inflationsberechnung darstellt und dementsprechend sehr wichtig ist. Und wenn wir von der Inflation sprechen, wir haben jetzt gesehen in letzter Zeit, die Inflationsüberraschungen sind jetzt nicht mehr so auf der Oberseite, auch nicht wirklich auf der Unterseite, aber das hat sich ein bisschen abgekühlt, während eben auch die Wachstumsüberraschungen sich eher verschlechtert haben und der Dollar wieder ein bisschen deutlich gestiegen ist. Wir haben ja jetzt eine ausgemachte Euro-Schwäche eben aufgrund nicht zuletzt der Zinsdifferenz. Die EZB hat jetzt gesenkt, hat aber gesagt, oh, jetzt halten wir erstmal die Füße still. Die Fed hat noch nicht gesenkt. Und eben diese Geschichten, diese Turbulenzen, die wir jetzt sehen im Gefolge der EU-Wahl. Aber kommen wir nochmal zurück in die USA.
Was Sie hier sehen, ist ein Chart von TradingView, der vergleicht den S&P 500 und die Staatsschulden. Und wenn Sie da Ähnlichkeiten und Parallelen erkennen, dann könnten Sie das Ganze richtig analysiert haben. Es ist also letztendlich diese ausufernde Verschuldung, die immer krasser wird. Ich hatte heute Morgen gesagt, dass das Defizit in den USA im Monat Mai größer war als die gesamten Einnahmen. Man hat also mehr als doppelt so viel ausgegeben, wie man eingenommen hat seitens des US-Staates. Es geht also munter weiter mit der Schuldenmacherei und die Aktienmärkte scheinen das zu mögen. Nur sehen wir jetzt, dass ein paar auf der Strecke bleiben aufgrund der gestiegenen Zinsen, und das sind die Regionalbanken. Jetzt warnt PIMCO vor weiteren Pleiten von Regionalbanken, und seit eben hier dieses BTFP-Programm ausgelaufen ist, ist es eben schwieriger, so ein bisschen die Dinge zu kaschieren für diese Regionalbanken, und möglicherweise sind die schon dabei, bestimmte Assets, Quality Assets zu verkaufen, um überhaupt ihre Bilanz noch irgendwie gerade ziehen zu können. Das könnte ein Faktor sein. Und springen wir mal von den Regionalbanken zu Bitcoin, dann sehen wir, da ist heute ziemlich Druck auf der Pipeline, ziemlich deutliche Verluste. Aber das ist schon öfter passiert, und oft ist man zum Beispiel 10% zwei Tage vor der Fed-Sitzung gefallen, um dann den gesamten Verlust wieder deutlich aufzuholen und sogar zu überbieten. Wenn es gut läuft für die Bitcoinistas, dann passiert das, was hier rechts sich im Chart ankündigen könnte, nämlich so eine inverse Schulter-Kopf-Schulter. Dazu muss aber eben die rechte Schulter, die Sie hier sehen, halten. Also darf es nicht zu tief gehen für den Kurs von Bitcoin. Jetzt kommen wir mal nach Europa und starten mit den Engländern. Die hatten heute Daten, nämlich Arbeitsmarktdaten, und wir sehen den höchsten Anstieg von Arbeitslosenanträgen im monatlichen Anstieg seit der Finanzkrise. Das ist also schon ein paar Jährchen her, dass wir einen solchen Anstieg der Arbeitslosigkeit gesehen haben. Gleichzeitig sehen wir aber, dass die Löhne im Bereich Dienstleistungen wieder deutlich gestiegen sind. Das heißt, die Bank of England steht so ein bisschen vor der Situation, vor der wahrscheinlich alle anderen Notenbanken stehen. Wir haben irgendwie schwaches Wachstum, aber dennoch inflationstreibende Löhne, respektive die Löhne reagieren auf die vorherige Inflation, also die Preis-Lohn-Spirale, könnte man sagen. Das ist nicht unbedingt eine Steilvorlage, um die Zinsen zu senken. Und wenn wir jetzt mal zu den Aktienmärkten in Europa kommen, dann sehen wir hier oben den CAC 40, also den Leitindex in Frankreich mit 40 Aktien. Und da sehen wir, das ist schon ein ziemlicher Bruch. Da ist irgendwie, sieht das aus wie der Bruch einer topischen Formation. Unten sehen wir mal die Risikoprämien französischer Staatsanleihen in Relation zur 10-jährigen deutschen Staatsanleihe, also den genauen Vergleich zwischen der 10-jährigen französischen und der 10-jährigen deutschen Staatsanleihe, die ja in Europa als die Benchmark für den Anleihenmarkt gilt. Und das ist jetzt sehr, sehr schnell nach oben geschossen, wie wir hier sehen. All das vor allem bedingt durch Frankreich, nicht nur Drohung einer Ratingabstufung, oder das ist ja schon passiert, sondern dass das Rating sich noch weiter verschlechtern könnte, wie jetzt Ratingagenturen gesagt haben. Es gab heute Gerüchte um einen anstehenden Rücktritt von Macron, die wurden allerdings vom Élysée zurückgewiesen, und Macron hat offenkundig die Hoffnung, dass es einen Unterschied geben wird bei den Wahlen in Frankreich selbst in Relation zu den EU-Wahlen in Frankreich. Diese Hoffnung ist zumindest nicht komplett unbegründet, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, also 2019 und 2022. Mal sehen, ob es so kommen wird, aber wir sehen Schwäche insgesamt am europäischen Aktienmarkt. Da ist nichts von Allzeithoch zu sehen. Wir sehen Spanien, den IBEX, der DAX hält sich noch besser. Wir sehen den FTSE, wir sehen vor allem den CAC 40 negativ, der DAX nicht dramatisch alles, aber eben lange nicht der Allzeithoch, was wir da sehen. Und wir sehen vor allem diese ansteigenden Renditen für französische Staatsanleihen, für italienische Staatsanleihen, für länger laufende spanische Staatsanleihen. Also man fürchtet so ein bisschen die lange Laufzeit, weil man sagt, wir wissen nicht, wie die ganze Geschichte ausgeht. Kommen wir nochmal nach Deutschland, wo
wir jetzt wunderbare Folgen unserer Klimaschutzpolitik im Ausland erleben, gerade in China. Da hat man dann ein Klimaschutzprojekt für 80 Millionen in der chinesischen Uiguren-Provinz gemacht und hat dann festgestellt, dass da immerhin ein verlassener Hühnerstall zu finden war. Also für 80 Millionen ist das eine Spitzenausbeute, muss ich sagen. Also ich würde 80 Millionen zahlen, um einen verlassenen Hühnerstall im Uigurenland zu finden, gar keine Frage. Frau Lemke, ne, unsere genialische Ministerin, wird das ähnlich sehen. Das scheint offenkundig so, dass da überhaupt keine Kontrolle stattfinden kann, weil die Chinesen das nicht zulassen schon mal. Aber sie passiert eben auch nicht. Und der Schaden könnte 4,5 Milliarden Euro betragen. Davon könnte man viele Renten bezahlen, könnte viele gute Dinge machen, die scheinbar aufgrund dieser leicht verwirrten Politik der entsprechende Ministerin und der ihren hier passiert. Und wir könnten auch dem Mittelstand helfen, dessen Klima, dessen Geschäftsklima, dessen Stimmung sich weiter sehr, sehr negativ darstellt, wenn auch nicht mehr auf dem Tiefpunkt. Also wir sehen, der Mittelstand ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Wenn der wirklich noch schwächer wird, dann haben wir ein echtes Thema, so wie wir nach der Wahl ja auch ein Problem haben oder ein Thema haben zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland. Und warum das so ist, warum in Ostdeutschland anders gewählt wird, das sehen wir hier in einer Analyse des Soziologen Steffen Mau, der sagt, Westdeutschland ist mittelschichtmäßig geprägt, also die Mittelschicht ist hier dominant, während Ostdeutschland eine einfache Arbeitnehmergesellschaft, ein Land der kleinen Leute sei. Eine Schicht der Wohlhabenden hat sich nur in Ansätzen etabliert. Es gibt eine Art der innerdeutsche Vermögensmauer. So ist zum Beispiel bei der Erbschaftssteuer, also nicht nur das Vermögen der Westdeutschen doppelt so hoch pro Haushalt, sondern auch nur 2% der gesamten Erbschaftssteuer, jetzt mal Berlin ausgeklammert, kommt aus Ostdeutschland. Also das ist schon dramatisch. Immerhin, man hat bessere Chancen als früher, sagt hier jemand, der offenkundig im Ostdeutschland sozialisiert ist. Aber man muss eben selbst aktiv werden und nicht darauf warten, dass sich jemand um mich kümmert. Ich glaube, das bringt das ganz gut auf den Punkt. Aber es gibt eben diese fundamentalen Unterschiede zwischen Ost und West nach wie vor. Die sind durch diese Wahl vielleicht aufgebrochen, sind sichtbar geworden. Sie waren schon lange der Fall. Und das Ganze wird jetzt auch für die bundesrepublikanische Politik insgesamt relevant. Abschließend zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Aktienmärkte in Europa, darum sieht City neue Rekorde, 2,25. Aktuell sieht es ja nicht so aus, aber man hat schon Wunder erlebt, meine Damen und Herren. Das ist die erste Empfehlung, die ich Ihnen mitgeben möchte. Die zweite, die Nvidia-Aktie soll sich halbieren. Das sagte Bernecker, der ja jetzt nicht als großer Bär bekannt ist. Das wäre meine zweite Empfehlung. Morgen kommt der zweite Teil, das ist zumindest geplant, meines Gesprächs, meiner Diskussion mit Mario Lochner. Bulle gegen Bär, Lochner gegen Fugmann. Heute nicht mehr geschafft. Morgen dürfte das dann der Fall sein, nur zur Info. Und abschließend, nachdem ich in diesem Artikel hier empfohlen habe, nochmal, oder was heißt nochmal, erstmals ein Hinweis, wir haben einen neuen Brokervergleich, wo jede Bewegung echt und nachgeprüft ist von Kunden. Oft ist es ja so, dass in Brokervergleichen Gefälligkeiten getan werden und die Broker viel Geld bezahlen, damit sie dann Nummer 1 sind. Das ist garantiert hier nicht der Fall. Schauen Sie da mal rein, ich packe Ihnen den Link da rein. Wenn Sie da Vorschläge haben, welcher Broker hier noch drauf sein sollte oder ja, eben sagen, diesen Broker, wo ich bin, den finde ich gut oder nicht so gut oder wie auch immer, dann würden wir uns über eine Bewertung freuen. Also diese drei Empfehlungen möchte ich Ihnen an die Hand geben. Jetzt sage ich Servus, ciao.